Hallo, Leute, heute ist Januar. Ja. Und weil im Januar man so wenig Geld als YouTuber verdient, dass es eh egal ist, ob das Video monetarisiert ist oder nicht, reden wir heute über Hate, wo die ganz bösen, bösen, bösen Wörter herkommen. Hasskommentare, Leute. Rick hat fleißig gesucht. Ich bin unbefleckt, bin eine Jungfrau. Seid gespannt, wie meine Empfängnis aussehen wird von Kommentaren in meinem Kopfgesicht. Arbeitest du bei den Unbefleckten, den Unsullied? Was ist das? Muss ich das kennen? Ist okay. Die haben keinen Spaß. Was? Ja, nichts. Ich meine, tatsächlich ist es ja so, wir kriegen relativ wenig Hate ab. Weil wir geil sind. Ja. Entschuldigung. Warum sollte man uns hassen? Nee, es ist... Weil wir misogyne Dude Bros sind schon. Ja, nur weil wir Dude Bros sind. Ja. Ich meine, hier und da hast du so einen Kommentar, aber wenn du danach suchst, dann findest du sie nie, wie es halt so ist, klar. Aber warum auch immer, unter den Herrn Newstime-Video habe ich massenweise böse Kommentare gefunden. Ja, weil die Leute ihn einfach lieben und verteidigen müssen. Nee, die haben nicht mal ihn verteidigt. Ach so. Das wirst du ja gar nicht sehen. Ich weiß, das Video ging halt irgendwie viral und da haben es Leute gesehen und dachten, ja, was ist das? Wir haben darauf geklickt und dachten so, muss ich jetzt haten? Und genau das gucken wir uns jetzt an. Ich freue mich drauf. Willst du vorlesen? Ich kann vorlesen, weil dann hast du meine echt richtig echten Reaktionen. Okay. Ihr hyperaktiven Spastis solltet eure ADHS-Medikamente fressen, bevor ihr Videos rausrotzt. Das ist voll falsch, weil der macht es, weil wir so hippelig sind und so viele Schnitte haben. Und das ist halt falsch, weil Menschen, die ADHS haben, sind nicht unbedingt hyperaktiver so. Und die werden jetzt nicht beruhigt. Die können sich nur nicht konzentrieren, oder? Das Medikament für ADHS ist sowas wie Kokain. Das macht einen nicht unbedingt ruhiger, das macht einen konzentrierter und tödlicher. Ich kenne euch nicht, aber der Typ links hat ekelhafte Haare. Soll das gut aussehen? Okay, warte mal. Links von mir ist halt aber keiner. Ich weiß also nicht, wen er meint. Ja, wen meint er wohl? Weil was ich sehr lustig fand, ich hoffe, es kommt jetzt, wenn ich nach rechts drücke, weil er heißt ja 100.000 Abos ohne Video. 2 Abonnenten! Ja, diese ekelhaften Haare sollen gut aussehen. Was seid ihr denn für ADHS? Das ist derselbe Kommentar wie vorhin. Jetzt wieder ADHS, ja. ADHS-Spasti ist fast so schlimm wie dieser Newstime. Ach ja, ihr seid aber auch genetischer Abfall. Ja, deswegen meine ich dir, das wirkt jetzt nicht so, als würde er Herr Newstime verteidigen. Keine Ahnung. Aber warum? Okay, also er guckt sich halt dieses Video über Herr Newstime an, weil er Herr Newstime nicht leiden kann und bemerkt währenddessen, dass er uns auch nicht leiden kann. Cool. Ich meine, so schließt sich der Kreis. Ist doch gut. Der das Husky. Ich meine, Kommentare schreiben an sich ist schon merkwürdig. Ich meine, dazu musst du körperliche Arbeit vertätigen. Ja, ich schreibe nie Kommentare. Du musst denken und bewegen und dich auch noch einloggen. Okay, dafür bin ich tatsächlich immer eingeloggt, aber ja. Weird. Das solltet ihr kommentieren. Warum isst du jetzt deine scheiß Waffeln, Alter? Das ist komödiantischer Effektbiss gewesen gerade. Genau im perfekten Moment abgebissen, weil es richtig lustig ist. Und die Leute lieben es, wenn man schmatzt und isst. Kannst du auch lesen? Natürlich. Was seid ihr denn für hyperaktive Vögel? Sieht aus wie 30 und gibt... Was? Sieht aus wie 30 und gibt euch wie 12. Eventuell wollt ihr diese Altersgruppe auch ansprechen. 12-jährigen Kevins da draußen. Dude Bros Kunden. Ich halte euch keine 4 Minuten aus. Bin hier nur zufällig drauf, weil YouTube das empfohlen hat. Aber jetzt wird's direkt ignoriert. Ihr tut weh in den Ohren und die aggressiven Cuts schmerzen ebenso in den Augen. Ich meine, das ist schön. Cut. Entschuldigung, ich musste das einfach mal unterstreichen. ADHS Cuts. Aber wir haben Lastik zum Leiden gebracht und irgendwie finde ich das gut. Warte mal, das ist sogar bearbeiteter Kommentar. Das heißt, der hat bestimmt Rechtschreibfehler. So ein Loser. Oh Gott. Um Gottes Willen, was für 2 Vollspasten. Ihr habt doch 100 pro jede Pause was vor die Fresse bekommen. Achso, jede So, du meinst ja die große Pause oder die kleine Pause, ist die Frage. Oder meint er jede Pause? Na, jede Pause. Boah, scheiße, Mann. Also ich bin auf dem Weg von einem Klassenzimmer ins nächste, von Mathe zu Deutsch, krieg erstmal direkt einen in die Fresse. Ja, 2 Meter rüber. Ständig wurden wir geschlagen. Oh, ständig, nein, wirklich. Ich finde auch dieses Prinzip halt so lustig von wegen, oh, die sehen aus wie jemand, der auf die Fresse gekriegt hat. So. Ja, wir sind doch YouTuber. YouTuber haben doch immer irgendeine krasse Background-Story, dass sie gemobbt wurden und oder sonst gemobbt irgendwie wurden. Was. Oder gemobbt immer Mobbing, wurden. Immer Mobbing. Genau. Und wir wurden halt einfach geschlagen, weil sonst gibt es ja keinen Grund, wieso wir YouTube machen würden. Uns wurde die Lustigkeit eingeprügelt. Euer Niveau kann man aber auch nur mit dem Hubble-Teleskop finden, wenn überhaupt. Wie sein Penis. Hast du dir den Kommentar rausgesucht und dann so gedacht, oh ja, der kam spontan. Da sei, oh, der kam spontan. Wirklich, du bist richtig gut. Arroganz ohne Grund ist das Zertifikat für Dummheit. Spitze. Ihr seid genauso unprofessionell wie Newsy. Auf der Straße würdet ihr das Maul sicher nicht so voll nehmen. Was heißt das? Ist denn halt so, warum sollten wir auf der Straße über Herrn Newstime reden? Sollen wir durch die Gegend rennen und Herrn Newstime beleidigen? Liebe halt Leute! So, liebe Leute! Warte mal, hat es nicht einer gemacht, der rumgerannt ist wie Newstime? Ach so, ja, das Video ist mega lustig. Aber deswegen, ich meine, es ist natürlich klar, Leute pimmeln teilweise rum, so im Internet und
sind dann, ne, würden das halt Leute denen es nicht ins Gesicht sagen. Ist halt aber so. Ich meine, das würde er uns auch nicht ins Gesicht sagen. Ich glaube, sein Problem war einfach, dass wir uns über Newsy gestellt haben. Aber wenn wir uns unter Herrn Newsy stellen würden, dann hätten wir echt wenig Selbstvertrauen, oder? True. Und ihr sagt selbst von euch, ihr ehrt lustig? Puh, dass ich nicht lache. Achso, dass ich nicht lache. Mhm. Ja, also, das ist halt kein Hate. Das ist kein Hate. Könnt ihr auch normal reden? Idioten. Nein. Ich kann nicht mal deinen Namen richtig aussprechen. Und jetzt mal wirklich, weil nur ja, egal, halt man kann den Namen nicht richtig. Es sagt dir jemand vor. So klingt es. Und dann sprichst du es genauso nach. Und so, ganz weit. Ewin. Ich weiß, wie man es ausspricht. Ewin. Das erinnert mich an Pronunciation Manual. Joaquin Phoenix. Jukuku Puchuines. Wie man ihn richtig ausspricht. Erstmal einen Becher Pisse von Mama saufen und der andere soll mal auf seine Körperpflege achten. Ist ja widerlich. Apropos Pisse von Mama. Ich habe mich heute Morgen auch erst geduscht. Das habe ich seit einem Monat nicht gemacht. Ich habe heute Morgen. Weißt du, ich habe mich seit letzter Dekade nicht gewaschen. Du hast doch gerade eben gesagt, dass du dich geduscht hast. Scheiße. Mann, den hätte man ja rausschneiden können. Aber vor allem, wir haben heute den 7. Ja, das ist doch normal. Einmal die Woche, das ist nicht gut für die Haut, so oft zu duschen. Euch YouTube-Spinner sollte man einfach in einen Sack stecken und diesen mit einem Stock prügeln. Würde immer den richtigen treffen. Warum eigentlich nur verhaltensgestörte Spastis YouTube? Und dann berichten diese Spinner auch noch dauernd gegenseitig übereinander, weil nicht einer von ihnen in der Lage ist, vernünftig eigene Inhalte anzubieten. Was für zwei Opfer. Da hat so einer nicht mal die Zeit gehabt, die zwei auszuschreiben. Du Opfer. Wow. Verhaltensgestörte Spastis. Aber will uns in den Sack stecken und mit einem Stock prügeln. Mm. So, ich weiß nicht. Ich finde es faszinierend, dass du mit so einem Ladida-Video so jemanden so hart triggerst, dass er denkt, boah, den will ich mit einem Stock prügeln. Also ich möchte Dale Denton einfach nur in den Arm nehmen, weil er scheinbar Probleme mit sich selbst Pinguin hat. Hater hassen sich selbst. Es und hier, true. Er hat recht. Hm? Der gleich. FC Bayern München 1900 hat recht? Bei Einser, ja. Oh, okay. Wer seid denn ihr, dumm und dümmer? Zusatz, der Typ links sollte mal zum Friseur. Die rechte Witzfigur sollte mal einen Schnitzel mehr essen. Sieht wie ein magersüchtiger aus. Schnell raus hier, ich muss kotzen. Siehst du? Dass dein Bizeps ist so klein, dass der arme FC Bayern München 1900 kotzen muss. Ja, ne? Ess doch mal einen Schnitzel. Okay, ist nicht wirklich Hate, aber ich find's lustig. Ich wusste gar nicht, dass Tyrion Lannister einen YouTube-Kanal hat. Aber das ist, ich meine, du siehst halt einmal. Das gar nicht mit Punkt hinten, das heißt, es ist negativ. Ja, ich sehe aus wie Tyrion Lannister und das finde ich ziemlich geil. Peter Dinklage. Ja, du bist Peter Dinklage in groß. Ja. Ich meine, gut, ist jetzt nicht schwer, größer zu sein als er. Aber mir ist alle so, oh, wie könnt ihr nur Body-Shaming? Entschuldigung. Wieso Body-Shaming? Ich meine, ich feiere es, dass ich so aussehe wie er, weil der Typ ist sexy as fuck. Da kann ich nichts gegen sagen. Ja, ich hätte auch gerne Sex mit ihm. Erst Eugen. Ja, aber Eugen ist, glaube ich, unerreichbarer als Peter Dinklage. Ich meine, erstmal musst du Dagi loswerden. Und die hat jetzt ein Festival, ne? Was hast du zu bieten? Dagi hat ein Festival? Mhm. Ist das ein Beauty-Festival? Ja, ich glaube, die schminkt sich auf der Bühne irgendwie. Ich weiß auch nicht, was es soll. So ein Live-Schminken, geil. Ja, Mann. Hammer, fett, geil, krass. Kam das heißt, richtig nicht gut an. Das heißt, sie muss es nicht selber filmen, sondern alle Mädels filmen das dann einfach nur ab. Dann hat sie weniger Arbeit. Das ist so mehr praktisch. Kamerawinkel. Ja. Mehr Material zum Durchgucken. Also der Schnitt muss ätzend sein. Oh. Wow, das ist eine Menge. Zwei ungefickte Assis machen einen anderen ungefickten Assi nieder. Wo ist hier die Pointe? Beide haben meine Freundin. Ja, klar. Jitzebrrrdingdoll und Fatima Fong Fettwurfdoll einfach mal googeln. Entschuldigung, dass ich den Namen. Aber Jitzebrrrdingdoll und Fatima Fong Fettwurfdoll ist einfach mal. Siegfried Reitsch hat schon. Ich mag den nächsten einfach. Was? Ja. Ich meine, was ist das für ein Argument? Selbst wenn wir Jungfrauen wären, würde das ja nicht über die Qualität unserer Videos was aussagen. Natürlich, weil wir einfach diese Erfahrung noch nicht gemacht haben und deswegen keine vollwertigen Menschen scheinbar sind. Ach so, ja, nachdem ich das erste Mal Sex hatte, dachte ich auch, ja, also wenn ich ja Newstime disse, dann werde ich das aber auf jeden Fall anders machen. Ja, genau. Vor allem damals hat er noch gar nicht existiert. Wahrscheinlich. Damals war er noch gar nicht geboren. Wow, boom! Was ziemlich weird wäre, wenn der Newstime älter ist, als ich weiß nicht, wie alt er ist. Auf jeden Fall zu alt, wahrscheinlich, um das wahr sein zu lassen. Aber egal. Eure hässlichen Visagen sind noch eine größere Blamage. Also ich finde das fies. Also einfach aufs Äußere zu gehen, ist immer so einfach. Ja, außer ihr behauptet, dass ich wie Tyrion Lannister aussehe. Das ist cool. Mm. Aber sonst. Aber das ist ja auch keine Beleidigung. Hey, wir müssen ja nochmal auf die konstruktive Kritik eingehen von diesem Video. Mhm. Wenn nicht, dass wir uns hinter den Hate verstecken, um konstruktiver Kritik aus dem Weg zu gehen, ja, wie stimmt, das schwierig. Manche andere heutzutage gerne machen. Und zwar haben wir auf dich behauptet, dass Kontext, YouTuber, Pranker, hat Obdachlosen Oreo mit Zahnpasta gefüllt gegeben. Und der Newsroom hat das als vergiften bezeichnet. Und wir haben uns darüber lustig gemacht und haben viele gesagt, aber Fluorid
ist in Zahnpasta und damit kannst du wirklich Leute vergiften und das ist halt so. Nein, weil du irgendwie 3 Tuben Zahnpasta essen müsstest, damit irgendwie so ein, also wirklich runterschlucken. Deswegen haben wir halt gesagt so, nein, weil niemand würde 3 Tuben Zahnpasta essen. So, weitere lustige Kommentare, die jetzt von verschiedenen Videos rausgesucht wurden. Finde ich auch mal sehr lustig, dass manche Leute einfach überhaupt nicht drauf klarkommen, wenn du überhaupt, also den geringsten Witz über ihren Lieblings-YouTuber machst. Ihr blöden Spasten, hört auf, YouTube beleidigen. Der hat einfach mehr Humor und Klicks als ihr, weil er besser ist und es nicht nötig hat, so wie ihr größere Kanäle für Klicks dumm zu halten. Das war in den Wer ist tot, hä? Wer macht keinen YouTube mehr für nie mehr auf dem Kanal, hä? Ja. Crime? Ja. Nicht mehr macht ja noch YouTube-Videos. Ich weiß. Das war der Witz gerade. Das war in einem Frühschoppen-Video, wo wir einfach ihn, glaube ich, irgendwie mit Spider-Man-Memes zugekloppt haben oder irgendwie sowas. Hey, das ist eine Ehre. Das war nicht im geringsten schlimm. Thomas Müller ist auch der perfekte Name. Ich glaube, der ist nicht echt. Halt die Fresse, ihr Hurensöhne. Respektiert eure Eltern. Herzchen. Meinst du nicht, das ist ein Fun-Kommentar? Ich weiß. Das ist ein Shitpost einfach? Nee, es war beim Beamer-Video. Boomer-Video. Beim Bummer. Also deswegen ist respektiert eure Eltern, macht schon halt schon Kontext. Okay, alles klar. Ja. Grüne Spastenquasseltanten, gesponsert von Schröer Media. Wer ist denn Schröer Media? Ströer. Aber da steht Schröer. Unsere Meinung heute wurde gesponsert durch Pisse. Die Werbung, die ihr vorhin hattet. Und Pisse. Leck, wusstest du, dass ich Pisse schwitze? Ah, nee, ist ein anderes Video. Der disst einen am Ende richtig hart. Okay, ich bin gespannt, Sensei, was du zu bieten hast. Ihr seid voll die Husos, Alter. Ihr seid die Spasten, die damals in der Schule gegessen haben. Gesessen. Okay. Ist wahrscheinlich egal, was ich da sage. Damals in der Schule gesessen haben und am Ende der Stunde noch gesagt haben, wir haben noch Hausaufgaben auf. Nee, es ist harter Tiss, oder? Ich habe so eine Leute halt hart gehasst. Also ich bin einer von denen, die halt... Ich habe so eine Leute halt hart gemobbt, indem ich sie einfach gezeichnet habe. Und unschön. Sie haben es auch nie gesehen, ja, aber... What? Ich habe dann so, weißt du... Ey, erzähl das hier nicht öffentlich. Mit so Stinkstreifen da und so Fliegen so dran. So ein Scheiß. Können wir hier nicht so eine harte Mobbing-Methoden verbreiten? Ansonsten machen das doch die Kinder nach. Entschuldigung. Ich meine, wir haben doch nur 12-Jährige hier. Ihr geht doch alle doch zur Schule. Ihr werdet in den Pausen verprügelt. Ihr YouTube-Videos guckt, das heißt, ihr seid Nerds und die werden alle jeden Tag verprügelt. Ja. Ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht wirklich verprügelt, weil das wäre echt traurig. Das ist halt schlimmer. Jetzt schreiben die Leute in den Kommentaren wahrscheinlich, ich werde jeden Tag verprügelt. Nee, wahrscheinlich schreiben mal, ich verprügel jeden Tag. Du Hurensohn, was für, ich bin dumm. Was? Habe ich das richtig vorgelesen? Ich weiß gar nicht mehr, was ich da jetzt rausgesucht hatte. Du Hurensohn, bist so schwul. Fick dich. PS, fick dich, ja. Entschuldigung. PS, das muss alles seine Richtigkeit haben, okay. Was soll dieser scheiß Brühe, Achslöcher, ihr erwuchsenen was? Ich muss hier ranzoomen. Bup, bup, bup. Was soll dieses scheiß Brühe, ihr Achslöcher, ihr erwuchsen, verreckt, ihr verfickten Hosos, sterbt die Geschichte von Snutten und scheiß, ihr Wichser. Wow. Why? Okay, da hat sich jemand sehr viel Zeit genommen, um diesen Kommentar zu schreiben. Ja, als wir uns über den Dating-Experten lustig gemacht haben. Das fand wohl jemand auch nicht so lustig. Mhm. Wenn Jungfrauen erklären, wieso man auch ohne Tipps abchecken kann, komplett lost. Was? Bitte noch mehr mit den Astärmchen wedeln und Weiberstimmen imitieren, sexuell erregen. Also anscheinend ist es jemand, der glaubt, dass du nur mit so Flirt-Tricks und fetten Bizeps und purer Männlichkeit Weiber flachlegen kannst und so. Also ich mach's einfach, weil ich bin halt berühmt und sag, hey, ich bin berühmt. Und dann fallen sie alle um. Du bist nicht Julian Bam. Wusstest du, dass Julians Bam Vater ein Upgrade im Hotel gekriegt hat, weil er erkannt wurde? Was? Wie kann man denn Julian Bams Vater erkennen? Keine Ahnung, vielleicht war er in den Videos mit dabei, ich weiß es nicht. Wir verfolgen jetzt Julian Bam nicht so krass, aber wir haben noch nie ein Upgrade im Hotel bekommen, weil wir erkannt wurden. Wir haben noch nie irgendwas. Doch, ich habe Kekse von Zuschauern bekommen, was sehr nett ist. Danke, wenn Zuschauer. Wir dann auch ein bisschen nervig, wenn mir irgendjemand so ein Riesenpaket Kekse in die Hand drückt und ich denke so, cool, jetzt muss ich mit diesem Riesenpaket Kekse rumrennen. Ist lieb gemeint, aber what? Ich will mehr Upgrades kriegen, mehr Gratis-Stuff. Ah, Business Class. Aber alles, was wir kriegen, ist, dass wir als Jungfrauen beleidigt werden. Interessiert mich echt null. Ich wette, Mabel ist auch nur mit dir, weil du Fame bist. Nee, Fame. Ich hab's Bitch. Nee, es ist eine Bitch. Ich habe sie gekauft und es ist ein Mädchen. Also Entschuldigung, aber es ist halt immer nur eine Bitch. Also ein weiblicher Hund, meine ich. Ach, echt? Ja, aber nur, es geht um das eine Bitch. Das andere ist, weil sie ein Mädchen ist oder was? Ja, oder weil du sie gekauft hast? Wie sexistisch sind wir heute? Sehr oder Elot? Ich sehe euch voll oft, lol, ihr Huren.
Wohnt wir bei uns in der Nähe oder so. Es kann ja sein, dass irgendwer uns nicht leiden kann und halt in der Nähe wohnt und uns immer sieht. Und ey, na, schieß mich doch einfach. Nee, schieß mal eben nicht. Warum wird das hier mal bekloppt eigentlich? Keine Ahnung. Das war's auch. Ja! Endlich. Ich hab diesen ganzen Hass nicht mehr ausgehalten. Der ist so... Ich meine, im Endeffekt kriegen wir auch nicht wirklich viel Hate-Kommentare ab. Was auch daran liegt, dass YouTube ja Hate wegfiltert. Also deswegen bin ich aber auch so erstaunt, dass Kommentare mit dem Wort Hurensohn oder Hurensöhne durchgekommen sind. Vielleicht sind sie nur für uns sichtbar? Nee, oder? Nee, die sind für alle sichtbar. Die habe ich ja so gefunden. Dass es auch keiner gedownvotet hat, finde ich ja... Leute, wenn ihr sowas seht, downvotet sowas doch. Wir können ja in den Kommentarreiter bei YouTube reingucken und sehen, wie viele Kommentare nicht freigegeben wurden. Und da sind relativ viele Kommentare nicht freigegeben, die gar nicht mal so schlimm sind. Schauen wir doch mal kurz rein. Okay, also Überprüfung ausstehend haben wir 2.382 Kommentare auf unserem Spacefrogs-Kanal. Interessant. Ist jetzt hier das mehr Puppy for Steve. Vor allen Dingen Hashtags. Stargate, Pummeluff Army. Die Kommentare sind halt nicht mal wirklich schlimm. Also wir haben jetzt hier kein einziges Kommentar, was wirklich schlimm ist. Bei manchen kann man es halt irgendwie verstehen, weil halt irgendwie Nazis oder sowas drin steht. Aber es ist ja jetzt nicht. Die reden ja dann negativ über Nazis irgendwie sowas. Oder hier halt Hashtag Nazi, weil das halt auf Twitter trendet und wir darüber geredet haben. Aber auch lustig, wir haben 52.000 Spam-Kommentare, die wir noch freigeben können. Und das ist halt auch nicht so schlimm. Nee, ja, Katzen für den Algorithmus. Steht wahrscheinlich Spam. Ja, okay, ich meine, das ist Spam. Wenn, guck mal, ja, das ist Spam. Schon Spam. Also, wenn euer Kommentar mal irgendwie verschwindet, dann liegt es halt daran, dass YouTube einfach irgendwie das wegmacht, weil wir sind da überhaupt nicht hinterher. Haben wir schon mal Leute wirklich Kommentare gelöscht oder blockiert? Ich glaube nicht wirklich. Und Waffel in meinen Mund. So viel zum Hate-Kommentaren. Wir haben ja richtig gut gesucht. Ich habe da relativ stark gesucht. So. Ich meine, wir können jetzt auch noch hier stundenlang irgendwelche Kommentare raussuchen. Macht nicht so viel Spaß. Und ich glaube, wir sind uns alle einig. Ich sehe aus wie Tyrion Lannister, also sexy as fuck. Und das ist nicht wirklich schlimm. Hm. Was schlimm ist, ist, dass meine Waffen leer sind und wir deswegen das Video jetzt beenden sollten. Genau. Guckt euch weitere Videos an. Oder auch nicht. Oder geht ins Bett, baut eine Sandburg, was auch immer. Oder geht aber in die Schule. Aber habt Spaß dabei. Mhm, ja. Ja, aber passt auf den Pausen auf. Passt auf. Ja, seid vorsichtig. Oder den Morgenstern mit. Ja. Oh, ich hätte gerne einen Morgenstern. Hm.